Patrick? Ich bin gerade erst warm. Ich dachte, wir machen noch 2-3 Runden. Vergesst Häagen-Dazs, vergesst Ben & Jerry's, Pokey Pokey. Wunderschönen guten Morgen um 7.37 Uhr hier aus Berlin. Normalerweise ist es schon recht spät für meinen Tag zu starten, gerne auch 1,5 Stunden schon vorher. Wir werden euch jetzt heute mal durch den Tag in Berlin mitnehmen. Wir haben einen wunderschönen Morgen hier, direkt an der Spree. Wir laufen jetzt quasi meinen täglichen Gang ab. Weil immer, bevor ich irgendwas mache, bevor ich frühstücke, laufe ich über die schöne Brücke dort hinten. Das ist mein Lieblingscafé. Für alle, die sich in Berlin auskennen, da hinten ist die Oberbaumbrücke. Das Geheimnis für jeden guten Start in den Tag ist was, Justin? Gutes Frühstück. Gutes Frühstück und noch viel wichtiger, ein guter Kaffee. Oder in meinem Fall ein guter Espresso. Wir sind hier in der Schlesischen Straße bei der Bäckerei und Kaffeemanufaktur Sasa. Was ich noch sagen wollte, Ozan, den Geschäftsführer, habe ich kennengelernt, hier zum Kaffee trinken. Und 2 Wochen später war ich mit ihm im Urlaub mit seiner kompletten Familie in der Türkei. Also so schnell kann es hier in Berlin gehen. Das ist verrückt. Und jetzt bin ich quasi schon adoptiert worden, könnte man sagen. Weißt du, wie man so ein Cappuccino hinbekommt? Mit Liebe. Ich mache immer mit Liebe. Zurück zu Hause mit Essen. Und Wärme. Meine Hand ist gefühlt eingefroren. Ey. Wir haben zwar nur 6-7 Grad, aber es fühlt sich kalt an. Ich habe die gerade ganz schnell selbst gebacken, natürlich. Sieht sehr gut aus. Ja, natürlich. Das ist nicht so mein natürlicher Morgenablauf, aber wir haben es am Wochenende. Wir haben Besuch. Aber was auf jeden Fall gleich bleibt, ich starte morgens immer mit meinem Power-Gemüsesaft. Das ist eigentlich eine Mischung. Da kommt rote Beetesaft rein, da kommt Gemüsesaft rein, da kommt eine halbe Knolle Ingwer rein und da kommt Kurkuma. Und für das Glutamin kommt mit rein, Kreatin kommt mit rein, Ascorbinsäure, Vitamin C. Und das einzige Mal, wo ich ein veganes Produkt nehme, nicht gesponsert, aber das ist so ein bisschen verschiedene Gemüsesachen gepresst und so ein bisschen veganes Protein. Das Ganze wird jetzt kleingeschnitten, aufgekocht, dann wird es getrunken. Jetzt. Warum trinkt man das Ganze? Weil es unglaublich gesund ist. Also viele Mineralstoffe und Antioxidantien, Vitamine. Das Warme hat einen guten Effekt auf mein Verdauungssystem. Ich fühle mich aber gut danach. Und das ist ja, glaube ich, das beste Ergebnis, was man bei so einem Getränk fühlen kann. Man fühlt sich gut danach. Das ist übrigens die Dosis jetzt hier für 3 Leute. So, Graf Dracula lässt grüßen mit dem Powersaft. Du musst sagen, wie es schmeckt. Vorzüglich. Das soll nicht schmecken, aber ich finde es irgendwie lecker. Also ich trinke es gern. Es hat heißer, scharfer Gemüsesaft. Man hat das Gefühl, man tut sich was Gutes.
So, jetzt wird's sportlich. Wir sind hier in Steglitz vor dem wunderschönen Ed Gym. Meine persönliche Meinung, ohne dass ich irgendwie gesponsert werde, für mich das schönste Studio hier in Berlin. Ich trainiere unglaublich gern, aber ich trainiere nicht so gern allein. Deswegen habe ich mir diese schöne Frau im Hintergrund organisiert, die mit mir heute trainieren wird. Schade, ich dachte. Ach so, das war ein Witz. Wollen wir ein Sport machen? Sehr gern. Okay, wir gehen rein. Hat man gemerkt, dass es gestellt war? Hat man gemerkt? Nee, ne? Das heutige Video wird nicht gesponsert von Optimum Nutrition. Aber trotzdem, es ist sehr lecker und für das Training ist es jetzt schön. So, dieser junge Name neben mir ist Olli, der uns diese Einladung für heute ausgesprochen hat. Vielen lieben Dank. Du bist sehr der Studioleiter hier im App Gym. Korrekt, richtig. Ich habe schon vorhin bei der Einladung gesagt, für mich mit das schönste Studio hier in Berlin. Kannst du mal so ein paar Hardfacts sagen, was ihr hier so anbietet? Absolut, auf jeden Fall. Also bei uns im Ape Gym hier bei den Steglitz, ne, also sind wir insgesamt über 4 Etagen. Wir haben einen coolen Functional Fitness Bereich, den seht ihr hier, werdet ihr auch gleich nochmal live in Action sehen. Wir haben aber auch einen normalen Cardio Bereich, wir haben einen normalen Fitness Bereich, normal ist immer schön gesagt, ne? Schöne Geräte von Hammer Strength, Eleiko, wir haben Five Bereich, Mobility Bereich, eine Sauna, kostenlosen Handtuchservice, Getränke, dies und natürlich die geilsten Trainer auf jeden Fall. Hat alles gesagt, von daher, let's go. Fühlst du dich bereit? Überhaupt nicht so. Also CrossFit ist noch, bin ich noch ein Neuling. Aber mal schauen, macht bestimmt Spaß. Wir haben jetzt quasi 10 Minuten lang Kniebeuge gemacht zum Warmmachen, alle 2 Minuten immer 3 Wiederholungen. Ich habe noch nicht so schwer trainiert, weil ich habe ja schon ein paar Mal erzählt, ich dachte noch nicht so schwer. Ich habe jetzt mit 100 Kilo die Kniebeuge gemacht. Jetzt steht ein kleines MMA an, 15 Minuten. Wir machen 4 unterschiedliche Übungen. Wir fangen an mit Wallballs, Burpees, Toaster Bar und wir rudern. Dann gibt es 1 Minute Pause, dann machen wir noch 2 Runden davon. Patrick lässt sich gerade erklären, wie man von oben nach unten springt. Marlon hat das Workout programmiert. Und dann ja, ballern wir einfach ein bisschen. Weil, wir haben es schon mal gesagt, ballern Spaß macht. Patrick. Ich bin gerade erst warm. Ich dachte, wir machen noch 2, 3 Runden.
So, bist du jetzt fertig mit dem Warm-up, oder? Und ja. Dann würde ich jetzt sagen, Warm-up's durch. Ja. Dann fangen wir mal an mit Training. Ja. Endlich mal ein bisschen Gas geben hier. Ja. Ja, das war es im Training im App-Gym. Patrick, es war schön, dass du dabei warst. Sehr gerne. Es ist ein bisschen, dass du mich eingeladen hast. Nur was anderes gewesen? Ja. Hat es Spaß gemacht? Ja, auf jeden Fall. Ja. Jetzt noch Bizeps. Er trainiert wieder Brustbizeps und das soll jetzt hier vom Training im App-Gym gewesen sein. Wer ist denn da? Wenn er reden könnte, würde er sagen, ich bin Buddy, ich habe Hunger. Ja, langer, ereignisreicher Tag geht zu Ende. Wir sind jetzt hier in der Sonnenallee im Didi Par. Ich selber war noch nie hier, aber wir haben es empfohlen bekommen. Afrikanisches Restaurant. Ich habe keine Ahnung, was das hier alles ist. Es ist auf jeden Fall eine Kombination aus Hühnchen und Beef. Es sieht verdammt gut aus, es riecht sehr lecker. Und Jakob hat ja gesagt, es soll auch sehr lecker sein. Von daher bin ich gespannt. Guten Appetit. Das ist lecker. Didi Par. So, wir haben letztes Mal Burger Fan probiert, heute Didi Par afrikanisches Essen. Wir hatten die Fingerabschleckskala. Das war eine 6 Fingerabschleckskala. Es war interessant, war lecker. Bräuchte ich es jeden Tag? Nee. Mir war es ein bisschen zu fettig, aber es ist, glaube ich, das Essen, wie es halt so ist. Aber auf jeden Fall solide, eine 6. Stimme ich dir zu? Ja. 6 ist solide. Ja, können wir machen. Ja. Didi Par Berlin, Sonnenallee. Vergesst Häagen-Dazs, vergesst Ben & Jerry's Hokey Pokey. Das ist die Adresse, wenn ihr abends noch ein bisschen Bock auf was Süßes habt, beziehungsweise wenn ihr Eis mögt, ist halt der Laden. Normalerweise hast du bei den ganzen Läden immer eine riesige Schlange. Aber jetzt ist es kalt, jetzt ist nicht ganz so schönes Wetter, von daher haben wir Glück. Und Justin muss jetzt auf jeden Fall unbedingt mal Hokey Pokey Berliner Eis kosten. Ich bin sehr gespannt. Und nein, nicht Häagen-Dazs vergessen und Ben & Jerry's sind trotzdem geil, aber Hokey Pokey ist schon geil. Lebkuchenschokolade. Oh. Ja, hattest du jetzt noch. Ich wollte mir fragen, ob er Bargeld dabei gehabt. Hat er Bargeld dabei? Geil. Dann fange ich mal an. Ich nehme ein Chilchen mit 3 Kugeln. Cassis, weiße Schokolade hätte ich gern. Eine. Marzipan Christstollen. Wenn du jetzt aussuchen müsstest, was ist die absolut beste Kugel, die ich jetzt probieren muss? Also ich persönlich mag gerade das Schokolade-Lebkuchen sehr gerne. Das ist auch so eine Mischersorte von uns. Ja, oder? Die ist sehr gut. Hokey Pokey ist so der Klassiker, ist auch super lecker. Kenn ich schon. Okay. Kennen Sie Mary Cherry schon vielleicht? Nee. Das ist auch sehr lecker, würde ich sagen. Ja, nehme ich. Also, ich würde sagen, es gibt nie eine Saison für Eis. Man kann Eis 365 Tage im Jahr, bedingt Sommer, Herbst, Winter essen. Das ist ja lecker. Und sehr lecker. Ich würde sagen, Buddys Meinung zu Hokey Pokey ist sehr ähnlich. Buddy, auf deiner Abschleckskala 1 bis 10, wie viele Punkte bekommt Hokey Pokey? Für 10 Punkte leck einfach noch ein bisschen den Becher. Meine Lieben, wir sagen beste Grüße aus einem echt kalten Berlin. Wir haben es 7, 8 Grad. Wir haben es recht spät, wir haben viel Material für euch gefilmt. Und wir haben es ja gesagt, Justin wird nach Berlin kommen. Jetzt waren wir in Berlin, habe ihm die schöne Stadt gezeigt. Wir haben viele interessante Leute getroffen, die ihr dann auch sehen werdet auf YouTube. Und das soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ihr wisst ja, kommentieren, Glocke, Interaktion. Ihr wisst, was ich meine. Ansonsten, Justin, gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe? Freut euch auf die kommenden Videos. Freut euch auf die kommenden Videos und auf das kommende Projekt, was noch ansteht. In näherer Zukunft. In sehr naher Zukunft. Das soll es gewesen sein. Peace out aus Berlin.